Als nächstes nach der verabredeten Reihenfolge ist der Fraktionsvorsitzende der FDP, der Kollege Rock aus Seligenstadt, an der Reihe und er darf nunmehr auch das Pult übernehmen. Die Redezeit. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben heute viel gehört über das Virus, über Mutanten, und Viren. Ich will heute in meiner Rede den Menschen in den Mittelpunkt stellen und den Blick auf den Menschen richten. Wir reden über Viren, aber eigentlich müssten wir über Menschen sprechen. Und wir müssen über die Pandemie sprechen, wir müssen über die Bekämpfung der Pandemie sprechen, okay, aber das ist doch kein Selbstzweck. Die Bekämpfung der Pandemie dient natürlich auch der Gesellschaft, uns allen, und darum steht der Mensch im Mittelpunkt. Und wenn man nach Berlin schaut und das Polittheater ab und zu beobachtet, und dann kann man auch verstehen, dass viele Menschen mittlerweile den Glauben an die Lösungskompetenz eingebüßt haben. Und darum ist es wichtig, dass wir wieder uns in Erinnerung rufen, um wen es eigentlich geht. Es geht um die Kinder in unserem Land, die alleine sind, die ihre Freunde nicht besuchen können. Es geht um die Schulkinder, deren Bildungschancen verloren gehen. Es geht um die Auszubildenden. Es geht um die Familien, die an der Grenze der Belastbarkeit sind. Es geht um die Frage, was ist, wenn ich allein lebe, wenn ich keine Familie habe, wenn ich vereinsame. Es geht um denjenigen, der morgens zum Arbeiten fährt, um den Wirtschaft am Laufen zu halten, sich aber einem Risiko aussetzt. Es geht um den Busfahrer. Es geht um die vielen tausend Kassiererinnen und Kassierer, die an den Kassen sitzen und jeden Tag das Risiko in Kauf nehmen, den sie sich eben hier aussetzen. Es geht um diese Menschen in unserem Land und nicht um ein Virus. Es geht um diese Menschen, wie wir für diese Menschen in unserem Land wieder eine Perspektive haben, sehr geehrte Damen und Herren. Und die Menschen gehen doch verantwortungsvoll mit der Krise um. Es ist doch nicht das Problem der Bürgerinnen und Bürger, dass Maßnahmen nicht greifen, sondern fast alle Menschen halten sich an diese Regeln. Sie setzen sich ein. Wenn ich mich erinnere, wie der Bürgersinn wieder in unserer Gesellschaft Fuß gefasst hat, dass man für ältere Nachbarn einkaufen gegangen ist, hat die Einkäufe vor die Tür gestellt, hat sich bemüht, hat versucht, auch positive Konzepte für die Gewerbetreibenden zu entwickeln, dass auch dort noch etwas geht. Man hat Altersheime privat unterstützt. Man hat so viel getan, um als Bürgerschaft, als Gesellschaft dieser Krise entgegenzuwirken. Es sind doch nicht die Bürger und Bürgerinnen das Problem der Bewältigung dieser Krise. Das muss doch woanders liegen, sehr geehrte Damen und Herren. Und all die Menschen in unserem Land, die haben jetzt eine Perspektive verdient. Nach einem Jahr Corona, nach einem Jahr Krisen- und Ausnahmemodus, nach jetzt ganz konkret 12 Wochen Lockdown und wahrscheinlich noch 2 Wochen vor sich, da haben doch die Menschen in unserem Land eine Öffnungsperspektive, eine Perspektive verdient, die man auch offen und transparent diskutiert, die man hier auch vorlegen kann und die nicht in irgendeinem Kämmerchen entwickelt werden und dann wieder weggepackt wird, sondern die Menschen haben Transparenz und eine Möglichkeit für ihre Rückkehr in ihres Lebens, einen Zeitplan, das haben die Menschen verdient und daran muss die Politik jetzt arbeiten, sehr geehrte Damen und Herren. Und jetzt höre ich ja schon wieder, ja, das geht doch alles nicht, man muss doch vorsichtig sein, blendet ihr die Risiken aus. Da möchte ich doch mal einen Blick auf die Situation in unserem Land werfen. Wie ist denn die Situation? Die Lage in den Krankenhäusern, der Ministerpräsident zu Recht gesagt, andere Redner, sie ist angespannt. Aber wir waren am Höhepunkt der Pandemie jetzt bei 500 belegten Intensivbetten, jetzt sind wir über 500, jetzt sind wir bei unter 400. Natürlich brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Intensivstation mal eine Ruhepause. Sie müssen mal durchatmen können. Und das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Aber wir wissen natürlich auch, dass es 5, 6 Wochen dauert, bis die Entlastung, die sich durch das Infektionsgeschehen ergeben hat, dann auch dort ankommt. Und natürlich ist der Trend klar, der in den Krankenhäusern abzulesen ist. Und dann, was hat man denn noch als Kennwert? Wir haben den sogenannten R-Wert. Also wie schnell sich Leute wieder neu oder wie Infizierte wieder andere Menschen infizieren in unserem Land.
Wir wissen, wenn der länger unter 1 ist, dann gibt es eben eine Entspannung. Und der ist unter 1. Und wir haben die Infektionszahlen, die wir jeden Tag gemeldet bekommen. Und der Trend in Hessen ist doch eindeutig. Er ist in der Bundesrepublik Deutschland eindeutig, er ist in Hessen eindeutig. Und der Trend geht weiter nach unten. Also ist es denn wirklich verantwortungslos, über die Frage der Öffnung zu sprechen, wenn die Kennzahlen, auf die wir uns berufen, deutlich zeigen, wo der Trend hingeht? Ist es dann wirklich verantwortungslos, über Öffnungsperspektiven zu reden? Nein, das ist es aus unserer Sicht nicht, sondern man muss es sogar machen, sehr geehrte Damen und Herren. Die große Herausforderung, das ist ja hier auch schon angeklungen, ist die Frage, wie wirken sich die Mutationen aus? Die Mutation des Virus, das ist ja auch keine Überraschung. Das ist immer, wenn eine Virenerkrankung hat, dann kommt es zu Mutationen. Man hat in Deutschland natürlich sich überhaupt nicht um die Datenlage gekümmert. Darum gibt es ja jetzt auch eher britische Mutationen, weil die halt geguckt haben. Wir haben halt nicht geguckt, das machen wir jetzt auch. Und dann werden wir auch Informationen über die Mutation und die Wirkung bekommen. Das muss beobachtet werden, das ist keine Frage. Aber weder die einen noch die anderen haben konkrete Zahlen in Deutschland, welche Wirkungen und Auswirkungen das hat. Und da möchte ich vielleicht auch noch mal überleiten. Ich möchte heute konstruktiv bleiben an der Stelle. Und wir haben als Freie Demokraten viele konstruktive Vorschläge gemacht. Da komme ich in meiner Rede auch noch drauf zu sprechen. Wie können wir denn den Weg in mehr Normalität gehen? Wir haben sinkende Kennzahlen, aber sie sind nicht da, wo der Ministerpräsident sagt, dass er sie sehen möchte. Er sagt, die Inzidenz 50, das ist der große Wert, an dem er sich festgemacht hat. Das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt eine Lockerung in Angriff zu nehmen. Ich nehme an, wenn wir bei 50 sind, dann ist es 30. Ja, man hört ja jetzt schon in Berlin auch schon die Null-Covid-Strategie von Herrn Söder. Also wenn wir je näher dieser Zahl kommen, so eher scheint man ja wieder sich zu überlegen, warum es dann vielleicht doch nicht geht, sehr geehrte Damen und Herren. Aber wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, was ist denn diese Zahl, die Inzidenz 50, was bedeutet das denn eigentlich, wo kommt die her? Warum ist die für uns so wichtig, dass wir davon abhängig machen, ob unsere Kinder in die Schule gehen können oder nicht? Die Zahl stammt aus dem letzten März, sie ist fast ein Jahr alt. Und sie kommt auch nicht vom RKI und sie ist auch nicht mathematisch belegt, sondern nach Auskunft der Bundesregierung bezieht sich diese Zahl 50, dass man im März letzten Jahres in der Bundesregierung gesehen hat, das ist die Zahl, in der die Gesundheitsämter in der Lage sind, die Nachverfolgung sicherzustellen. Das ist die Zahl, wo die 50 herkommt und das ist vor einem Jahr gewesen. Damals hat in meinem Landkreis eine Handvoll Leute im Gesundheitsamt gearbeitet. Die haben auch mit Papier und Zettel gearbeitet. Mittlerweile haben die auch eine Software, um das zu bearbeiten. Sie haben ein Callcenter, um die Menschen Quarantäne anzurufen und zu überwachen, ob sie auch die Quarantäne einhalten. Und sie haben vor allem 140 Mitarbeiter mittlerweile. Von einer Handvoll Mitarbeiter innerhalb von einem Jahr auf 140 Mitarbeiter. Das hat die Kommune gestemmt. Und darum ist auch die Aussage des Landrats glaubwürdig, wenn er sagt, ja klar, wir können auch bei einer Inzidenz um 100 ohne Probleme, wir können auch die Nachverfolgung durchführen. Und das ist doch auch ein Erkenntnisgewinn. Und jetzt sagen wir, wenn es so ein wichtiges Thema wie die Öffnung der Schulen gibt, wo es um viel mehr geht, als einfach nur, da gehen die Kinder mal in eine bessere Betreuung, sondern da geht es um ein Grundrecht der Kinder, da geht es um Zukunftschancen, da geht es um so viel. Und wenn ich dann sage, die Inzidenz 50 ist ein wichtiger Wert, die Nachverfolgung der Infektion, das ist aber der wichtigste Wert. Solange die Nachverfolgung der Infektion möglich ist und die Eindämmung dieser Infektion, dann kann das auch nicht das K.O.-Kriterium sein. Und Herr Ministerpräsident, ich möchte Sie in den Dezember an Ihre eigenen Ausführungen erinnern. Ihre eigenen Ausführungen bei einem Inzidenzwert von 150 haben Sie hier gestanden und gesagt, die hessische Schule im Präsenzbetrieb bleibt auf, weil wir keine Erkenntnisse haben, die die Schließung erfordert. Und zwar im Präsenzbetrieb. Das haben Sie hier bei einer Inzidenz von 150 in Hessen gesagt. Ich habe noch einmal nachgeschaut, wie die Inzidenzwerte an dem Tag waren, sehr geehrte Damen und Herren. Darum ist es nicht verantwortungslos. Und es ist eine kluge Risikoabwägung, wenn man sagt, unter bestimmten Kriterien kann man eine Öffnung oder eine teilweise Öffnung der Schule sehr wohl jetzt im Februar umsetzen, sehr geehrte Damen und Herren. Und das ist unsere konkrete Forderung an Sie als Landesregierung, sehr geehrte Damen und Herren. Und Herr Ministerpräsident,
Wir haben hier einen Antrag vorgelegt, in dem wir Ihnen noch einmal aufzeigen, wie wir uns es ist jetzt kein Paradigmenwechsel, aber es ist auf Grundlage der Erkenntnisse, die wir haben, eine Optimierung unserer Corona-Strategie. Den haben wir Ihnen vorgelegt. Was macht diesen Antrag aus? Wir sagen Ihnen, wir wollen eine Pandemiebekämpfungspolitik auf Grundlage von Daten und Fakten, von Erkenntnissen, die Sie jetzt nach einem Jahr gewonnen haben. Wir wollen eine evidenzbasierende Corona-Bekämpfungspolitik. Das ist doch jetzt nicht Nobelpreisverdächtig. Ich dachte, das müsste man nicht extra hier vorschlagen, aber das ist etwas, was uns wichtig ist, weil wenn ich nämlich eine Abwägung vornehmen will, dann brauche ich doch auch Daten und Fakten. Da muss ich doch wissen, wo finden die Infektionen statt. Und dann muss ich auf Grundlage der Daten und Fakten, die ich habe, muss ich das auswerten oder ich muss alles daran setzen, dass ich bessere Daten und Fakten erhalte. Also wir wollen, dass die Daten ausgewertet werden und wir feststellen, was wirkt und was wirkt weniger gut. Und das ist einer der Punkte. Der zweite Punkt ist, dass wir eine Clusterstrategie verfolgen. Und ich bin mir sicher, Sie haben vielleicht nicht den Gesetzentwurf der FDP zur Schulöffnung bis zum Schluss gelesen oder derjenige, der ihn für Sie gelesen hat und Ihre Rede geschrieben hat, hat ihn auch nicht ganz konkret gelesen, weil es gibt natürlich einen Riesenunterschied in unserem Gesetzentwurf im Vergleich zu dem, was momentan Sachlage ist in unserem Land. Weil wir nämlich mit dieser Clusterstrategie deutlich machen, warum muss in Hessen eine Schule schließen, wenn es 30 Infektionsfälle in einem Altersheim gibt, die eingegrenzt sind, wo man weiß, wo sie herkommen und die absolut nachvollziehbar sind. Warum muss dann die Schule im Ort geschlossen werden? Das ist nicht eine evidenzbasierende Politik. Also wir fordern von Ihnen nicht ein, dass Sie Nobelpreisträger berufen, Wissenschaftsklausuren und sonst was, sondern wir verlangen von Ihnen, dass Sie die Erkenntnisse, die heute vorhanden sind, gepaart mit gesundem Menschenverstand einsetzen, um ein Grundrecht für unsere Kinder sicherzustellen. Und das ist ganz klar in unserem Gesetzentwurf gesagt. Es geht nicht darum, welche Inzidenz, also wie die Ausbreitung der Infektionskrankheit in ganz Deutschland ist oder in ganz Hessen ist, sondern es geht darum, wie gefährlich ist es für Lehrer und für Kinder, in diese Schule zu gehen. Und daran machen sich diese Schwellwerte fest. Und natürlich müssen Sie die festlegen, und zwar auch schnell festlegen können, damit Sie reagieren können, falls es tatsächlich so ist, dass die Mutation eine Gefahr darstellt, dass Sie als Regierung ganz schnell auch die Schwellwerte verändern können. Das ist selbstverständlich, denken wir da für die Exekutive hier mit im Parlament. Aber was Sie nicht mehr können, ist, wenn dieser Gesetzentwurf beschlossen wird, dann gibt es eben die 4 Handlungsmaßnahmen, auf die sich die Eltern, die Kinder und die Schulen einstellen können und nicht alle naselang eine neue Wortschöpfung, eine neue Kreation der Landesregierung, wo alle gar nicht wissen, was gemeint ist, sondern es gibt klare Regeln, es gibt klare Vorgaben und unter diesen Bedingungen ist aus unserer Sicht im Februar die hessische Schule zumindest in den Bereichen, in denen wir noch keine höchste Infektionssituation haben, zu öffnen, vorsichtig zu öffnen. Das ist möglich mit unserem Gesetzentwurf, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich habe ja bis jetzt von der Regierungsfraktion nur den Sprecher der Grünen gehört, wie immer, ja, die Opposition legt ja nichts vor und wir brauchen doch, und Kritik ist ja schon ganz schlimm, so etwas macht man doch in der Krise nicht. Ich sage Ihnen mal, warum Kritik im Leben wichtig ist. Wer keine Kritik kennt und wer auch mit Kritik nicht umgehen kann, der kann auch nicht besser werden. Ohne Kritik gibt es keine Verbesserung. Und wer glaubt, dass Kritik unangemessen in der Krise ist, der hat überhaupt nicht verstanden, wie Demokratie und wie Verbesserung funktioniert. Der hat es nicht verstanden. Und darum ist für uns maßgeblich zwei Dinge. Für die weitere Öffnung des Lebens, des gesellschaftlichen Lebens. Das ist einmal die Sicherstellung, durch die Gesundheitsämter die Nachverfolgung durchführen zu können. Und das Zweite ist, dieses Konzept zur Öffnung und zur mehr Freiheit in unserer Gesellschaft, das muss natürlich aus Daten und Fakten und auf Schutzkonzepten und auf gar keinen Fall verantwortungslos sein, sondern wir wollen verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen und nicht verantwortungslos, sehr geehrte Damen und Herren. Und darum brauchen wir ein faktenbasiertes Öffnungskonzept und nicht eins, das aus dem Bauch rauskommt oder wie Herr Wagner dann sagt, die einzigen Zahlen, die mich interessieren, sind die Umfragen und nicht die Daten und Fakten, um die es wirklich in unserem Land geht, sehr geehrte Damen und Herren. Und das
Und es ist ja auch nicht so, dass die Gesundheitsämter allein wären mit der Aufgabe oder dass die Regierung allein ist. Und Herr Ministerpräsident, ich bin Ihnen so dankbar, Sie haben das jetzt aus meiner Rede schon vorab gesagt, aber ich will es noch mal wiederholen. Als die Regierung die Regeln getroffen hat für den Einsatz der Kitas in der Pandemie, als die Regierung Regeln geschaffen hat, dann waren 50% aller Kinder in der Kita. Und als die Regierung an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert hat, da waren es 20%. Vertrauen Sie doch den Bürgern ein bisschen mehr als Ihnen selbst oder der Verwaltung oder den Regeln. Die Bürger sind vernünftig. Und wenn man Ihnen erklärt, warum Sie Einschränkungen durchführen sollen, dann werden die Bürger das auch umsetzen, deutlich mehr, als wenn Sie sie zwingen wollen und die Menschen die Veranstaltung nicht mehr verstehen und irgendwann aussteigen, sehr geehrte Damen und Herren. Nach einem Jahr Pandemie kann ich von der Regierung verlangen, dass sie mir Daten und Fakten für die Ausbreitung der Pandemie vorlegen kann. Sie kann mir noch sagen, da gibt es prozentuale Ungewissheiten. Aber so zu tun, als hätten wir nach einem Jahr noch keinerlei Erkenntnisse, wie wir die Pandemie am wirksamsten bekämpfen können, wo die Infektionsherde sind, dann kann ich nur sagen, das glaube ich Ihnen nicht mehr an dieser Stelle, sondern das sind die Grundlagen, die wir brauchen, um unsere Politik einfach auch besser zu machen und menschlicher zu machen. Denn das ist das, was die Menschen in unserem Land verdient haben. Ich habe jetzt über die Schule gesprochen. Ein unglaublich wichtiges Thema ist die Wirtschaft. Und da kann es nicht so sein, dass Unternehmen, dass Selbstständige, die völlig unverschuldet in diese Krise gekommen sind, die durch harte Maßnahmen der Regierung völlig unverschuldet ihre Existenz verlieren oder massiv ihr Vermögen verloren haben, dass man da einfach sagt, na ja, das passiert schon mal. Wir haben als Freie Demokraten einen Gesetzentwurf zur Unterstützung der Solo-Selbstständigen eingebracht. Sie hätten ihn beschließen können. Nein, Sie haben ihn abgelehnt. Es gibt jede Menge, Herr Wagner, Vorschläge der Opposition. Und zwar nicht nur als Antrag, sondern als ausformulierte Gesetzentwürfe, die hier für die Regierung Haltungsalternativen dargestellt hätten. Sie haben sie nur alle abgelehnt. Das ist das Problem unseres Landes, sehr geehrte Damen und Herren. Und wir haben auch einen Gesetzentwurf mit den Sozialdemokraten eingebracht, wo es darum geht, dass das, was wir an Erkenntnissen haben, transparent hier im Landtag diskutieren können, mit kritischen Meinungen, mit Menschen, die die Dinge anders sehen, damit die Bürgerinnen und Bürger die Argumentation auch verstehen können und dass sie auch nachvollziehbar ist. Und diesen Gesetzentwurf, da gehe ich mal davon aus, dass Sie dem auch nicht zustimmen werden, aber der würde deutlich zur Akzeptanzsteigerung in unserem Land beitragen. Auch das haben wir eingebracht. Die Opposition arbeitet, die Opposition bietet Alternativen zu dieser Landespolitik. Und das können wir anhand von Gesetzen und Anträgen deutlich beweisen und belegen. Heute haben wir es auch schon wieder gemacht, sehr geehrte Damen und Herren. Jetzt muss ich doch über etwas sprechen, was eigentlich unvorstellbar war. Also ich hätte mir in meinen unglaublichsten Träumen nicht vorstellen können, dass es beim Impfen ein solches Staatsversagen gibt, wie wir es heute hier erleben. Das hätte ich mir niemals vorstellen können. Niemals. Und diese Chuzpe, mit der man versucht, dieses Versagen auch noch kleinzureden und wegzunuscheln, wie wir das auch gestern wieder erlebt haben, das ist unvorstellbar. Und das lassen Ihnen die Bürgerinnen und Bürger, und das lassen wir Ihnen auch nicht durchgehen. Sie können sich hier nicht aus dem Staub machen. Vor allem die Bundesregierung kann sich hier nicht aus dem Staub machen. Die EU-Kommission kann sich nicht aus dem Staub machen. Angela Merkel, Jens Spahn können sich nicht aus dem Staub machen. Hier ist ein dermaßener Fehler passiert. Und es scheint ja immer noch so zu sein, dass man sagt, das seid doch froh, dass ihr bis zum September geimpft seid. Vielen Dank, sagt doch mal Bescheid, dass ihr dankbar sein sollt. Ich habe gelesen, in Großbritannien wurden an einem Tag 600.000 Menschen geimpft. 600.000 Menschen an einem Tag. Hessen werden 10 Tagen durchgeimpft. Und scheinbar scheint der Impfstoffmangel ja nicht auf der Welt nur zu existieren, sondern er existiert in der EU und er existiert in Deutschland. In Amerika und Großbritannien und in Israel besteht dieser Impfstoffmangel eben nicht. Und das ist ein größtmögliches Versagen in dieser Pandemie dieser Bundesregierung. Das muss man auch mal so deutlich hier sagen, sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn ich mir das auch vorstelle, Herr Bouffier, Herr Ministerpräsident Bouffier, dass Sie ja stellvertretender Bundesvorsitzender sind und ja auch zu den engeren Kreis der Menschen von Kanzlerin Merkel gehört, auf die auch gehört wird, da möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, auf zwei Sachen.
Wir haben im August das erste Mal gefragt, gibt es genug Impfstoff an die Landesregierung. Wir haben im Oktober in der Anfrage gefragt, gibt es genug Impfstoff an die Regierung. Und wir haben sie im Sommer darauf hingewiesen, nachdem der VCI, also der Verband der chemischen Industrie, gesagt hat, Leute, denkt bitte dran, wenn wir den Impfstoff haben, muss der auch produziert werden. Und zwar in großen Mengen. Bitte, bitte denkt dran. Wir haben es der Regierung gesagt, vielleicht sind die noch nicht so hellhörig. Wir haben es hier im Landtag thematisiert. Wenn wir den Impfstoff haben, muss er ja auch produziert werden. Bereitet euch vor und im Zweifel, wird jetzt die Linke freuen, dann muss der Staat eben auch mal helfen bei sowas. Ne? Weil das ist eine Ausnahmesituation. Bereitet euch vor. Wir haben euch nach dem Impfstoff gefragt. Wir haben gefragt, wie steht es mit den Produktionskapazitäten aus. Das wird hier einfach abtropfen lassen. Und genau das kann ich Ihnen sagen, sehr geehrte Damen und Herren, das können Sie in Landtagsprotokollen, in Anfragen nachlesen. Das hat hier stattgefunden. Und darum haben Sie natürlich auch eine Mitverantwortung für all das, was hier in diesem Land passiert. Sehr geehrte Damen und Herren. Und Ich will sagen, wir haben ja auch im Dezember eine Pressekonferenz gemacht, haben auch mal vorgeschlagen, wie wir uns das vorstellen könnten. Wir haben heute auch einen Antrag eingebracht, wie man denn die Impfpriorisierung verändern könnte. Wir bringen uns konstruktiv ein. Wir machen Vorschläge. Sie ignorieren die nur dauernd. Und das macht uns natürlich als Opposition natürlich auch irgendwie ein bisschen ratlos. Wenn Sie mit uns debattieren würden und uns erklären würden, warum Sie manche Sachen anders sehen würden, und wenn Sie mit uns reden würden und sagen, okay, das Argument hört sich gut an, vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken. Also wir haben von vornherein gesagt, natürlich müssen die niedergelassenen Ärzte ein Rückgrat des Impfens sein. Nicht der Staat, sondern die Ärzte, die das Vertrauen haben, die auch mal sagen können, der Mensch ist besonders gefährdet, den müssen wir mal vorziehen. Die Erkenntnisse haben im medizinischen Bereich, die müssen das machen. Und die sollten eine wichtige Rolle spielen. Kommt in Ihrem Konzept bis heute gar nicht vor. Gestern habe ich mal was gehört im Fernsehen, aber im hessischen Konzept kommt das noch gar nicht vor, sehr geehrte Damen und Herren. Und wir alle wissen, dass Impfen hätte der Gamechanger sein können. Und wir haben damals gefordert, dass es sinnvoll wäre, als Ziel sich zu geben, dass im Sommer, im Juni, spätestens im Juli, so viele Hessen geimpft sind, dass wir die Herdenimmunität erreichen können und dass auch die Bürgerinnen und Bürger, die da Ängste haben, sich nicht impfen brauchen, zumindest um die Massenpandemie oder die Pandemie einschränken zu können und eingrenzen zu können. Das wäre ein Ziel gewesen, dass wir zur Hälfte des Jahres mit dem Impfen durch sind. Ihr Ziel war schon immer September. Ihr Ziel, seit ich von Ihnen was höre, September. Was ist denn nur im September? Ich weiß gar nicht, was da im September so toll sein könnte, dass Sie sagen, September ist eigentlich ein guter Termin. Frau Merkel hat ja auch wieder gesagt, September habe ich euch versprochen. Mehr geht aber nicht. Ich sage Ihnen, das Ziel muss bleiben, dass wir im Sommer zur Jahreshälfte so viele Menschen geimpft haben, damit wir die besonders gefährdeten Gruppen schützen und dass wir aus diesem Lockdown rauskommen, dass wir genug Menschen geimpft haben. Das muss weiter das Ziel sein und sich nicht hinsetzen nach Berlin und sagen, wir können halt nichts machen. Das ist doch keine Antwort, sehr geehrte Damen und Herren. Und wenn ich jetzt mal kurz überfliege, ich will es gar nicht lang machen, was sind eigentlich die Hausaufgaben, die Sie jetzt noch zu machen hätten? Was müssen Sie eigentlich jetzt machen? Wo müssten Sie eigentlich dran arbeiten? Also das Thema Digitalisierung haben wir ja schon mal gehört. Das holt uns jetzt brutal ein. Die mangelnde Infrastruktur, die mangelnde Ausstattung in den Schulen, in den Verwaltungen, das holt uns jetzt brutal ein. Und diese Versäumnisse, die müssen Sie viel intensiver, viel härter angehen. Da ist viel zu wenig passiert. Und dieser verschwendete Sommer, wer Kinder hat heute, die jetzt in die Schule gehen und jetzt erleben, wie denn der Fernunterricht funktioniert, die können gar nicht glauben, dass das so viel besser ist, als es noch vor dem Sommer war. Es ist ein bisschen besser. Es wäre gelogen, es wäre nicht besser. Liegt vor allem auch an den Lehrern, die dazu gelernt haben. Aber diese App, also dieses Moodle, wer daheim schon mal mit dem Ding gearbeitet hat, der sagt, naja, Software, die selbsterklärend ist, die einem Hilfestellungen gibt, all das, was heute Standard ist, wenn man heute mal eine Software zu Hause aus einem Rechner lädt, das hat irgendwie die Commodore 64 einen Charme, dieses Programm. Und ich kann ehrlich sagen, da ich ja zu Hause auch mit dem Ding arbeiten muss, dass ich da äußerst gefordert bin als jemand, der sehr affin ist mit solchen Dingen, dass ich mir echt Gedanken mache, wie das denn jemand macht, der sich nicht so gut mit solchen Programmen auskennt, wer dann vielleicht mit diesen Programmen arbeiten muss, sehr geehrte Damen und Herren. Da denke ich auch vor allem die Lehrer, die damit arbeiten müssen. Die tun mir nämlich auch leid, sehr geehrte Damen und Herren.
Der ÖGD, der öffentliche Gesundheitsdienst, hat bis heute von Ihnen keine Vorgabe bekommen, welche Software er einsetzen soll. Sie haben viel zu lange gewartet. Jetzt hat sich jeder irgendwas angeschafft. Und jetzt sagt der Bundesgesundheitsminister, jedes Gesundheitsamt in Deutschland muss SORMAS anschaffen. Ganz besonderes Programm. Ich kann auch verstehen, dass man endlich mal keine Faxe mehr in Berlin kriegen will, wie aus dem letzten Jahrtausend, sondern dass man da auch mal sich wünscht, dass dann einfach, wenn man seinen Rechner anmacht, die aktuellen Zahlen auf dem Bildschirm sind, so wie wir das von überall sonst auf der Welt kennt. Das sind einfach Forderungen, das haben Sie verpennt. Das müssen Sie nachholen. Das müssen Sie nachholen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich könnte noch so viel sagen an dieser Stelle, was alles noch zu tun ist. Aber wenn ich hier höre, Herr Ministerpräsident, dass Sie einen geradlinigen Kurs gehen und dass Sie nicht alles zurücknehmen mussten, dann muss ich echt sagen, dann war ich doch irgendwie in einem anderen Universum. Dann war ich doch irgendwie Schule auf, Schule zu, Kita auf, Kita zu. Es gab doch nichts, was Sie nicht angekündigt haben und dann womöglich doch wieder zurücknehmen mussten. Sie standen hier und haben gesagt, die hessischen Schulen bleiben auf. Mittwochs waren sie zu. Mittwochs waren sie zu. Ich habe Sie noch gelobt. Mittwochs waren sie zu. Und die 15-Kilometer-Regel, sagen Sie mir, ja, wahrscheinlich hat der Minister gesagt, wenn ich ihn lobe, dann ist das gefährlich, dann machen wir vielleicht, nein. Sie waren nicht zu, die Präsenzpflicht war aufgehoben, so viel würden Sie doch noch zugeben. Ja, da merkt man, dass die Juristin, Herr Bouffier, für die Eltern ist es zu. Für die Eltern ist die Schule zu, da können Sie ja mit Eltern mal sprechen und dann werden Sie diese Antwort bekommen. Und darum will ich Ihnen jetzt auch noch mal sagen, nehmen wir die 15-Kilometer-Regel, Herr Bouffier, Sie haben doch nie dran geglaubt. Sie fanden die doch sowieso doof. Trotzdem haben Sie sie eingeführt in Hessen. Trotzdem haben Sie diese Regel eingeführt. Bei der erstbesten Gelegenheit haben Sie es schnell wieder abgeschafft. Da haben Sie gesagt, oh, da gab es ein Gericht, es gab ja auch ein anderes Urteil. Nichts wie weg mit dem Blödsinn. Warum machen Sie sowas? Warum machen Sie hier, setzen Sie Dinge um, an die Sie selbst nicht glauben? Ich habe Sie ja auch schon bei Bereichen gelobt hier bei Ihrer Politik, die Sie hier machen. Es ist nicht so, dass wir hier in Hessen alles falsch machen. Das will ich gar nicht sagen. Und ich habe Sie auch schon gelobt. Aber warum handeln Sie gegen Ihre bessere Überzeugung im Bereich der Bildung, der Schule, bei solchen Maßnahmen, wo Sie sagen, ist doch viel besser, man macht es vor Ort? Warum machen Sie das trotzdem? Das verstehe ich nicht. Sie sind nach Infektionsschutzgesetz der Verantwortliche. Es geht auf Ihre Kappe. Sie machen diese Verordnung, nicht die Angela Merkel, nicht die Kanzlerin. Es ist Ihre Verantwortung. Und dann kann ich nur sagen, wenn Sie auf dem richtigen Weg sind, dann bleiben Sie auf diesem Weg und lassen Sie sich nicht irre machen von Menschen, die da vielleicht aus welchen Gründen auch immer, mögen es Umfragen sein, sagen, es muss noch alles viel härter werden in unserem Land. Sehr geehrte Damen und Herren. Und ich wollte es eigentlich nicht so hart machen, aber der Matthias Wagner hat mich provoziert. Der hat mich hier provoziert bei dieser Frage Altenheime. Er hat mich provoziert, muss ich sagen. Man könnte es jetzt ein bisschen kollegialer sagen, aber ich sage es jetzt, wie ich es wirklich sehe. Im Dezember, wir haben hier gestanden, ich habe auf Ihre Antwort, auf Ihre Regierungserklärung gesagt, Herr Ministerpräsident, ich möchte nicht in Ihre Haut stecken, für solche Maßnahmen die Verantwortung zu tragen. Seien Sie klug und tragen Sie das in den Hessischen Landtag und holen Sie sich Unterstützung für solche Maßnahmen. Ich könnte dort nicht ruhig schlafen, wenn ich solche Verantwortung für mich selbst hätte. Und ich habe Ihnen gesagt, ist es wirklich richtig, sind Sie sich sicher, dass Sie Gastronomie und Gewerbe schließen, aber die Altenheime auflassen? Ich habe Sie das gefragt, ich habe das hier gesagt und ich habe Ihnen auch gesagt, ich halte das für einen Fehler, weil wir schon aus dem März wussten, dass die Menschen in Altersheimen besonders gefährdet sind. Und dass es da um Leben und Tod geht. Und wenn man sie auflässt, ich habe ja nicht gesagt, dass man sie einfach zumacht, dann muss man verbindliche Auflagen machen. Wer ein Altersheim aufmacht, darf nur jemand reinlassen, der getestet ist. Weil 100 Besucher in der Woche in so ein Altersheim kommen und die statistische Wahrscheinlichkeit, dass davon einer Covid hat, zumindest einmal im Monat, und dass der vielleicht jemanden ansteckt, das ist doch ganz klar, wie gefährlich die Besucher in dieser Situation sind. Und die Gefahr, dass man in einem Wohnheim auch mal sich umarmt, dass man nicht immer kontrolliert ist. Die ist eben da. Und darum kann ich Ihnen nur sagen, das war eine Katastrophe mit Ansage. Und wenn Sie als nicht Fachminister, sondern als Ministerpräsident aus übergeordneten Erwägungen sagen, da möchte ich aber eine andere Entscheidung treffen, dann muss Ihnen Ihr Fachminister in den Arm fallen und sagen, Herr Ministerpräsident, wir brauchen ein verbindliches Schutzkonzept, damit wir die Grundtendenz, die ich ja teile, Herr Ministerpräsident, wir dürfen Menschen nicht wegsperren. Das ist gegen meinen Freiheitsgedanken. Und natürlich müssen die Menschen besucht werden. Aber wir dürfen sie auch nicht vorsätzlich einem 50-mal höheren Sterberisiko aussetzen, wie es in Hessen passiert ist, sehr geehrte Damen und Herren.
Und Herr Wagner, Sie haben ja die Zahlen, die Nancy Faeser in den Raum gestellt hat, einfach mal so getan, als würden die stimmen. Haben aber selbst überhaupt keinen Ton gesagt, wo Ihre Erkenntnisse her sind. Und die Zahlen vom November, die waren noch die besseren Zahlen für die Landesregierung. Weil der Dezember war der schlimmste Monat. Im Dezember hatten wir 1105 Tote in den hessischen Altersheimen. 1105 Tote. Und ich sage Ihnen mal, wie schlimm das ist für die Angehörigen. Die nicht wissen, die gehen in ein Altersheim, besuchen ihre Angehörigen und fahren nach Hause und erfahren eine Woche später, es gibt eine Infektion in diesem Altersheim und erfahren, sie haben selbst Covid. Was ist mit den Menschen, die Angst haben müssen, dass sie womöglich ihre eigenen Eltern angesteckt haben, dass sie verantwortlich sind für den Tod von vielen, vielen Menschen in einem Altersheim? Haben Sie mal diese Betrachtung aufgestellt? Und selbstverständlich können Sie handeln. Sie tun es ja jetzt auch. Aber nach einem Jahr haben Sie heute in Ihrer Rede gesagt, dass Sie verpflichtende Tests von Menschen verlangen wollen, die ein Altersheim besuchen. Am Anfang der Pandemie, Herr Ministerpräsident, haben rund 61.000 Menschen in hessischen Altersheimen gelebt. Seit dieser Zeit sind 2.800 Menschen an Covid gestorben in unseren Altersheimen. 2.800 Menschen. Heute leben noch 5.800 Menschen in den hessischen Altersheimen. Und das, Herr Wagner, kann man nicht mit einer Handbewegung und einer populistischen Bemerkung zur Seite wischen, sondern das ist etwas, was in Hessen mittlerweile die Justiz beschäftigt, sehr geehrte Damen und Herren. Und da werden wir auch dranbleiben, Herr Minister Klose, der leider nicht da ist. Wenn diese Pandemie mal überstanden ist, dann werden wir dem auf den Grund gehen, wie es überhaupt in Hessen so weit kommen könnte. Weil Sie gucken ja gerne in andere Bundesländer. In Rheinland-Pfalz sind ein Drittel der Toten und in Baden-Württemberg ein Drittel der Toten aus den Altersheimen. In Hessen sind es zwei Drittel. Das sind signifikante Zahlen, die darauf hindeuten können, dass hier was mächtig schiefgelaufen ist in unserem Land. Und dem werden wir nachgehen. Das kann ich Ihnen garantieren, weil da ging es um zu viel Menschenleben, sehr geehrte Damen und Herren. Ich will aber auch noch mal etwas sagen, was viele Menschen sagen, mit denen ich in Kontakt komme, leider nur über Videokonferenzen. Aber wo ich die Hinweise bekomme, was momentan den Menschen wirklich, was die stört. Und Impfen ist jetzt sozusagen der ganz große Auslöser, wo es selbst ganz vielen Menschen deutlich wird. Noch nie in der Geschichte unseres Landes, noch nie in der Geschichte unseres Landes hatten Regierungen so viel Macht. Noch nie in der Geschichte unseres Landes hatte eine Kanzlerin oder ein Ministerpräsident, Ministerpräsidentin so viel Macht und konnte so absolut regieren und so absolut in die Rechte und in die Vermögenswerte der Menschen eingreifen. Und sie tun es jeden Tag. Und gleichzeitig haben die Menschen das Gefühl, dass noch nie so viel Verweigerung von Verantwortungsübernahme in unserer Regierung besteht, wie zu dieser Zeit, sehr geehrte Damen und Herren. Noch nie wurde so wenig Verantwortung übernommen. Und Herr Ministerpräsident, Sie sind stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender, Sie sind der dienstälteste Ministerpräsident. Ich gehe mal davon aus, Sie streben nicht die Wiederwahl an. Was hindert Sie daran zu sagen, ich bin hier jemand, der auch sagen kann, was er für richtig hält, der dann auch auftritt und der auch gegenüber der Bundesregierung sagt, bis dahin und nicht weiter. Was hindert Sie daran? Das ist falsche Loyalität zur Kanzlerin oder was auch immer. Gehen Sie endlich in den Weg, übernehmen Sie Verantwortung. Ich habe Sie auch mal gewählt als Ministerpräsident, weil ich Sie kennengelernt habe als jemand, als Innenminister, der zupackt, der keine Angst hat, der dahin geht, wo es auch wehtut. Und das erwarten jetzt, das erwarten die Bürgerinnen und Bürger jetzt. Hören Sie auf. Hören Sie auf mit diesem Ministerpräsident sagt, Gesundheitsminister Spahn ist schuld. Gesundheitsminister Spahn sagt, Kanzlerin Merkel ist schuld. Kanzlerin Merkel sagt, die EU-Kommission, ich habe gesagt, der Spahn hat durchgestochen an die Bild-Zeitung, dass er gezwungen worden ist, den Vertrag nicht und hat eigentlich die Botschaft gesendet, eigentlich hat mich Merkel davon abgehalten, Impfstoff zu kaufen. War zumindest zu lesen, ist auch nicht öffentlich dementiert worden. Danach haben wir erfahren, dass die EU-Kommission, Sie haben es ja heute auch gesagt, dass die EU-Kommission die Verantwortung hat, also Frau von der Leyen, auch jemand, den Sie gut kennen.
und die allerdings auch bei ihrer politischen Karriere massive Probleme mit Beschaffungstatbeständen hat. Das haben wir ja schon erlebt. Vielleicht war sie gerade die Falsche an diesem Ort. Sie ist vor einem Untersuchungsausschuss nach Brüssel gegangen, und dort wird sie vom Untersuchungsausschuss wahrscheinlich wieder eingeholt werden. Das ist aber eine Situation, wie ich sie nicht mehr erleben will. Ich will, dass in diesem Land eine gewählte Regierung zu ihrer Verantwortung steht und dass sie sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Das warte ich ja immer noch drauf, dass man mal sagt, das ist falsch gelaufen, aus dem Grund, und darum mache ich es jetzt anders. Nein, das findet hier in diesem Land nicht statt, und das stinkt mittlerweile ziemlich viel Bürgern, und sie verlieren die Bürger, wenn sie so weitermachen. Sie verlieren die Säule der Pandemiebekämpfung, die bis jetzt für den Erfolg in Deutschland verantwortlich waren. Übernehmen Sie Verantwortung. Sie als Ministerpräsident, ich weiß, Sie haben es in diesem Land schon an anderer Stelle getan. Übernehmen Sie die Führungschaft. Sie haben Vorschläge. Wir haben heute hier Vorschläge gemacht. Sie haben hier klar gesagt, wie Sie zur Schulöffnung stehen, bei einer Inzidenz von 150. Der Kultusminister hat deutlich gesagt, wie wichtig der Präsenzunterricht für die jungen Menschen ist. Sie wissen doch, wie die Situation ist. Darum treten Sie auch für die richtige Politik ein. Und die Menschen haben eine Öffnungsperspektive verdient. Sie ist verantwortungsvoll umsetzbar. Man muss es aber auch wollen und können. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren.